Was geht? Aua, wieso schlage ich mir auf die Hand, wenn ich eine Sehenscheine zu habe? Leute, willkommen zu einem weiteren React-Video, was wir wieder mal offline, exklusiv, nur für diesen Kanal aufnehmen. Wenn ihr dieses Video seht und auch tatsächlich gerade seht mit euren eigenen Augen. Wer ist Eugen? Dann schreibt doch einfach in die Kommentare Faxo Pro Ibo. Leute, wir schauen uns heute tatsächlich Impossible Odds Folge 11 an. Eigentlich, das Video ist, wenn wir wow, wow oder hä oder hi, ha, hu, ha. Oder yeah, oder Dani. Das ist die nächste Folge. Oder oh yeah. Genau, müssen wir quasi das Video skippen oder das nächste anmachen. Wenn wir sagen wow, hä oder dann ja, ihr kennt die Scheiße von anderen YouTubern. Wir machen es halt nur unterhaltsam im Gegensatz zu denen. Und ja, sehen dabei so extrem gut aus. Ja, wir sehen das selber auch. Ich würde sagen, wir fangen an. 3, 2, 1, let's go! Wow, oh hä, hey, oh! Nächstes Video, du Vollidiot. Digga, das ist das Einzige, was wir im Format nicht sagen dürfen. Ja, an wenn der driftig... Ich wollte gerade fast schon gesagt haben. Der ist ein Billard-Pro. Hä? Ja, ah, du hast es gesagt! Du hast das Wort gesagt, was man nicht sagen darf! Ich hoffe, der hätte es nicht getroffen. Darf ich heftig sagen? Ja, heftig darf man. Man darf nur so... Oh. Heftig. Ey, Bowling bin ich so shit drin. Sowieso. Oh, das war auch schon, oder? So. Nee, das ist noch in Ordnung. Einatmen darf man. Ich krieg keine Luft mehr. Der hebt die Hände, guck mal. Achso. Oh, alles was? Klar, Bro. Alles klar. Nee, dürfen wir auch nicht einfach sagen, outplayed. Wenn sie das jetzt per Zufall einfach hittet. Nein. Das ist ja bei uns okay. In der Halle, ne? Okay, alles klar. Okay, ja, okay. Ja, auf Safeness! Das ist so insane, wenn man so Glück hat mit nichts können. Das ist mir tatsächlich mal, meine ganze Karriere lang passiert. Ich kann wirklich gar nichts und sitze trotzdem mit 3 Millionen Abonnenten und ich habe es absolut nicht verdient. Das stimmt. Ich glaube aber, man hat ein Glückskonto im Leben. Ja? Und stell dir vor, dein Glück wird für so einen Scheiß verschwendet. Ja, stell dir mal vor, mein Glück ist jetzt komplett ausgesaugt. Also, das ist jetzt weg. Ja, das ist jetzt weg. Jetzt geht es nur noch abwärts. Ich hatte zum Beispiel noch nie Glück. Stimmt nicht, du darfst doch bei mir arbeiten. Ich bin heute mit einer FPV-Drohne durch die Halle geflogen. Und hat dir das glücklich gemacht? Sehr schön. Die fliegt gut. Flip, das kennen wir. Ja, okay, das ist ja. Nee. Ach so! Insane! Klar! Oh, oh, oh. Wer ist das? Hä, wie die Casual-mäßig einfach so gepackt. Wer ist das? Golfturnier, was passiert jetzt? Der Ball fliegt und. Insane! Einfach rein. Ja, genau! Ist das, zählt und das? Den anderen einfach mal weggebounced. Zählt das, wenn sie dann seinen Ball in ihr ins Loch gemacht hat? Ich denke mal, das ist okay, ja. Krank. Einfach nur krank. Was? Das stimmt nicht. Nein, das ist nicht. Das ist nicht. Das ist doch Rebirth. Nee, Digga, wir können dich nicht hell sagen. Das ist unmöglich. Hä, ist so wichtig in meinem Wortschatz. Was du mir nicht sagen? Bro, ich guck mich manchmal im Spiegel an und denk mir, hä? Ich guck mich manchmal im Spiegel an und ich denk mir so, was? Und ich guck mich manchmal im Spiegel an und denk mir so. Und ich guck mich manchmal im Spiegel an und denk mir so. Jetzt sieht das ist schon verrückt, das ist wirklich verrückt. No joke, wenn das da einfach wieder reinfliegt. Stell dir mal vor. Vor allem wieder in das Sixpack rein, weißt du, was ich meine? Das ist wieder in diese, so in diese krass. Folie rein. Oha, Pokéball, Alter. Nach Impfung. Alles klar, Laser Luca, danke für nichts. Darts, Alter. Deutsche Master Scorpion. Und in dem, ja okay, den Ballon getroffen. Ja, okay, den Ballon getroffen. Aber das ist halt nochmal eine Sache mit dem Ball jetzt da. Der macht da. Ja hier einen Ball. Oh, das geht perfekt rein. Okay. Pass auf, wie es reingeht. Ich krieg einen Steifen. Oh, oh Daddy, yeah. Können wir uns mal so richtig satisfying Videos zusammen angucken und die ganze Zeit aber nur stören? Sie sollen ein Like da lassen, wenn sie das wollen. Ne? Ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass wir mal zusammen uns selbst befriedigen, weil es hätte... Nee, das war das andere, was du meinst. Oh, er ist so ein Fick jetzt in der Schule. Okay, krank. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es davor noch nicht war, aber... Basketball hat aber immer so die Odds, so, weißt du, dass da Leute sowas krasses machen. Okay. Der geht jetzt da rein. Natürlich geht er da rein, klar. Das Ding ist eher übers Trampolin, okay, bouncy. Ey, bei Basketball ist halt immer das Ding, man weiß... Okay, bouncy! Sieht lustig. Ich muss kacken. Über Basketball ist es halt oft so, dass es ist ja klar, was passiert. So, was soll passieren beim Basketball, außer dass der Ball halt den Korb trifft. Ja. Und wenn das Video schon da ist und der Ball irgendwo rumhüpft, dann weiß man, ja, dass es richtig ist.
Let's start this compilation with Mann, ich vergesse es. Oha, Bro, der den 2 Sekunden Fastness Boss. Aber wir dürfen ja nicht Oha oder so. Ja, okay, man nimmt das Shirt. Weil ich muss jetzt merken, ich will das machen. Ich will das niemals hinbekommen. Okay, Mitte, ein Kreuz quasi machen. Das Drittel. The point where the lines cross, A, the top point B, and the bottom point C. Start by pinching the shirt at point A. Dicker, ich wollte ein paar Lifehacks sehen, nicht irgendwelche Mathematik, Sinus, Tangens, Kurve, mein Arsch, also. Aber jetzt kommt's, wenn du den Griff einmal drauf hast. B with your right hand, then cross your right hand over to pick up point C. Next, quickly unfold your arms and finally use the table to fold the shirt back on itself. Was? Das geht nicht, nein, das geht ja ganz nicht. And it can oh mein Gott, ich will das können. Das darf man nicht. Ja, aber also, oh mein Gott, das ist so illegal. Das will ich darf man nicht machen. You can place your underwear on the T-shirt okay. Here and fold it over like this. Ja. Then place your socks on here. Next, take the top of your T-shirt and start rolling it up. Das ist ein Outfit, Papa. If you like, you can also add a toothbrush. Finish rolling zum Reisen ist das ja mega smart. Then tuck your socks over it to hold it all together in a nice neat bundle. Digga, du hast so krass. Guck mal. Packed. Warte mal. Das ist verrückt. Das ist gut. Das ist wirklich safe. Das ist safe, easy to unroll when you need it. Du kannst auch noch Salami mit reintun, noch zum Schmuggeln, sag ich mal, eine Beefy zum Beispiel, eine Beefy-Roll. Oder deine Zahnbürste einfach. Wenn ja, du halt dann eher aus dem Maul ja, stehst. Wenn du die Möglichkeit halt. Also, was würdest du lieber nehmen? Eine Zahnbürste oder eine Beefy-Roll? Ja. Das ist wirklich smart. You can cut a rope in an emergency by looping a piece underneath it at 90 degrees, like this. Okay. Then pull it back and forth to act as a saw. Ja, okay, dann kann man das quasi halt durch. Okay, aber dann sehe ich das Seil durch, was ich. And you can even cut this thick piece of nylon rope with just a thin piece of cotton. Ja, durch Reibung halt, ne, klar. If you're enjoying this video, you might want to consider subscribing. Ah ja, gut, wenn du in der Wildnis bist, ganz klar. So you don't miss out on my future content. If you need to draw a freehand circle, Digga, als ob man das hinbekommt. Das darf man nicht. Nee, das ist auch in Mathe damals die illegale. Digga, der Typ geht hier einfach mal hin und knallt einfach mal einen Circle. Digga, er hat Zirkel eingebaut in seinen Arm. Hold the pen or pencil firmly, then lower it down onto the page. Alright, bro. Pretty was hat der für einen Durchmesser, der Kreis? Mindestens 20. Hä, er ist einfach lebendige Zirkel. Like and a small one by pivoting Dicker. Around a finger. Wir hatten eine richtig schöne Tasse mal. Ja, ich kann sagen. Ey, wir hatten einfach bei uns einen Lehrer, der ist in die Schule gekommen, er geht zur Klasse, also zur Tafel hin, guckt uns einfach an, hat nichts gesagt, macht so, zieht einen perfekten Kreis und sagt guten Morgen. Alle haben die Fresse gehalten. Ja, was für ein Boss-Moment. Junge, no joke. Wir hatten nie Lehrer in der Schule. Was? War ein Lost Place. With some practice, you can become surprisingly accurate ja, okay, with this also technique. If you prefer, you can make a DIY makeshift compass out of pencils and pens and elastic bands. Ja, okay. Das ist jetzt wieder stupid, oder? Das würde ich jetzt nicht machen. Use a paperclip. Das ist krass. Das ist gut, das ist smart. Man kann damit den Radius vergrößern, ja klar. If you're trying to undo a bolt, but haven't got the right sized spanner, you can use a coin to fill out the gap. Oha, smart, it's so smart, simple smart, smart, smart. And oha, wie gesagt, also das Video ist vorbei. Wir verstehen das Format nicht, oder? Wir haben voll vergessen, dass das Format ist. Fills up with too many store cards for collecting points. Ja, hassig, ja. Well, you can just photograph them with your phone, then store them in a separate folder. Das ist Gutscheincode. Also, ganz kurz, ein Mann, der so ein Handy hat, den nehme ich gar nichts an. Dann nehme ich nichts ab. Die hatte ich auch mal vor 7 Jahren. Flick through the folder until you find the right card. Das ist ein Gutscheinkarte. Macht aber Sinn. Schon smart. Guck mal einfach den Code und dann scannen die das da drüber. If you're at the supermarket but you find you haven't got the right coin for your shopping trolley, scanne ich einfach alle Dinge. This standard sized key just slips straight in and you can pull out the chain. Just. Das darf man noch keinem zeigen. Es steckt aber jeder seinen Schlüssel da rein. Stell dir jetzt mal vor, du gehst jetzt damit nach, also du nimmst ihn jetzt in den Einkaufswagen, klaust den und wenn du deine Tür aufschließen musst, musst du den Einkaufswagen an deiner Tür drehen. Was ist das denn? Das ist ein Einkaufswagenöffner. Don't forget to retrieve your key once you finished your shop. Aber you smart. Can use an ordinary printer to make a Drucker, spare Drucker, copy of a key. Schlüssel. Place the key you want to copy on a piece of white paper, then put a coin alongside of it for scale. Take a photo of it from directly above. And transfer it to a computer. Scale it so that when you print it off, it's exactly the same size as the original. Then roughly cut out the key. Next, I took the lid from an empty food can, used some tape to fix it. Okay, bro, warte mal, das ist nicht okay. On the picture of the key, and carefully cut out the profile with a sharp pair of scissors.
You need to be nice and accurate, otherwise it won't work. When you're done, it should look like this. Place it up against the original, and you can see it's exactly the same. This key was actually from a padlock, so I'll try it out. It takes a little bit of waggling, but it really does. An der Stelle schickt mir gerne eure Schlüssel per DM mit einer Münze daneben. Ja, ich würde mal sehen, wie euer Schlüssel aussieht. Genau, und vielleicht die Adresse und dann würden wir bei euch zu Hause einfach einbrechen. Nein, wir wollen ja nur die Schlüssel angucken. Ja, richtig, wir sind nämlich große Schlüsselfanatiker. Wir lieben Schlüssel nämlich. Auch Münzen. Genau, Münzen. Münzenschlüssel ist unser. Lieben wir ja. Kannst du Druckerpapier kaufen? Druckerpapier. Und dann ein bisschen Blech. Einfach mal gucken, dass wir dann halt quasi hier einbrechen. Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Wir haben verloren. Checkt auf jeden Fall. Ach ja, das Video hat schon vor 10 Minuten geendet. Jetzt. Wenn ihr mehr gemeinsame Hacks mit Tobi sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall Tobis Instagram-Kanal aus. Da gibt es regelmäßige Placements zu Akne-Derm- und Darmreinigungsprodukten. Du weißt In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, ciao.